Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde. Damit darf ich jetzt die Anfrage von Let's Play The Sims 3 begrüßen. Und warum geht mein Vater jetzt ins Bett? Der muss in 4 Stunden arbeiten. Okay, gut. Wo ist meine Mutter eigentlich? Ist die schon... Ach, die schlafen jetzt gerade beide. Okay, gut. Und die Kinder anscheinend auch. Ja, ist ja ein toller Anfang von der Folge, wenn erstmal jeder schläft. Da machen wir ein bisschen vor. Okay. Was möchte der eigentlich? Der schläft. Okay, und sie? Sie ist nur im Kinderbett. Ich habe gedacht, Leni wäre mal müde. Naja. Wie sieht's denn jetzt mit dir aus? Du musst schon 3 Stunden arbeiten. Und nur ein bisschen vor. Habt ihr auch mal vor, aufzustehen? Es fährt in etwa 1 Stunde. Okay, gut. Das heißt. Oh je, die Rechnungen müssen bezahlt werden. Gut, okay. Du stehst erstmal auf bis 11 Uhr. Ja, dann steh auf. Jetzt ist nämlich 11 Uhr. Los, steh auf, beweg dich. Geh nach unten. Und bezahl am besten erstmal die Rechnungen. Genau. Wie lange möchtest du noch schlafen? Bis 17 Uhr. Das geht leider nicht, du hast nämlich eine Familie. Das heißt, bitte auch mal aufstehen und sich um deinen Sohn kümmern. Tut mir leid, ich weiß, du willst schlafen. Aber es hat nicht so leicht. Komm, steh auf. Komm. Jetzt nimm den erstmal hier. Nimm die erstmal, komm. Nimm die erstmal mit. Oh. Schnell runter. Benutzen, Rechnungen bezahlen. Ja, los auf, dann geht's zur Arbeit. Okay, gut, dann kann ich das nicht zumuten. Die ist zu müde. Die ist viel zu müde, leg dich nochmal hin. Ich muss zuerst mehr schlafen lassen. Das geht so nicht. Ach, du hast Hunger. Ja, sag halt was. Ja gut, dann isst zuerst was. Und dann geschlafen. Da, ich bin ein bisschen raus, merkt man vielleicht. Okay, dann mach dir ein Müsli. Müsli. Wir sind arm und dann geh wieder schlafen. Tagträumen. Bettbesitzverhältnis einstellen. Aha, okay. Wie geht's denen? Er hat Leni. Die. Ja. Ne? Die chillt da drin rum, ne, du? Warte mal, du könntest. Halt, stopp, halt. Ja, du hast Hunger, aber warte mal. Du könntest sie auch mit runternehmen. Und sie dann hier runter zum Spielen schicken. Du solltest, Leni. Leni. Genau, und jetzt setzt du die Kleine hier ab. Dann kannst du was zu essen machen. Und dann, ob du schlafen musst, guck mal, wie es dir geht. Vielleicht, vielleicht nicht. Weil ansonsten ist das ja doof, ne? Weil du hast ja Hunger, sehe ich ja. So, wie geht's mir? Leni ist schläfrig. Die ist jetzt die ganze Zeit im Kinderbett gesessen. Und ich bin hungrig. Ja, wenn du was gegessen hast. Okay, ich schlafe noch. Wie lange schlafe ich noch? Oh, steht nicht dran. Ja, dann nimmst du mich nachher mal raus. Ach so, ich kann selbst aufwachen. Wach auf! Bei der Macht von Grayskull. So. Dann, nein, nein, nicht der. Der ist arbeiten. Oh mein Gott, denn da geht's ja richtig scheiße, die ist angeekelt und schmutzige Umgebung. Okay. Gut. Das heißt, du lässt nachher erstmal auch so, hat die eine schmutzige Windel. Kann das? Ja. Nein, ich spiele halt. Wechsle am besten die Windel. Ach so, fail. Okay, die ist noch, wenn du damit fertig bist. Was ist mit mir eigentlich? Ich habe gerade geweint, ne? Nein, ich spiele fröhlich rum. Aber ich habe Hunger. Also ich höre mich ja richtig schlimm an. Ja, chill mal dein Life, meine Güte. Alter, ich komme ja gar nicht mehr klar. Ja, warte, die kommt gleich zu dir. Du musst erstmal mit Leni die schmutzige Windel wechseln. Na, ich bin schon putzig, guck mal. Na du, ja, hä? Ja. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Haben wir noch einen dritten Stock? Okay, nein, das ist doch. Hätte mich auch gewundert. So.
Hast du gewechselt? Super. Angeekelt. Alles, was abscheulich aussieht oder schmeckt, ekelt Sims an. Ach cool, die kann schon alleine spielen. Das finde ich ja cool. Ist ja voll intelligent, die Leni. Wenn sie das doch nur in Real Life wäre. Psst, I said nothing, my friends. Nothing. Nee. So, gut, dann füttert sie mich jetzt. Perfekt. Dann bin ich auch nicht mehr hungrig, aber ich bin nicht nur müde. Egal. Auf jeden Fall, die spielt hier. Ja, dass sie jetzt ja anscheinend ein bisschen glücklicher ist. Ach ja, du könntest, by the way, heute mal wieder ein bisschen hart arbeiten. Obwohl, der wollte sich doch noch mit Kollegen anfreunden, ne? Dann triff mal Kollegen. Oder unterhalte dich. Dann, ja, triff zuerst. Die ist schon wieder müde, WTF. Und dann legst du mal... Ich wollte sowieso noch gerade vielleicht mal was einstellen. Und zwar wollte ich... Wo war denn das? Hier, ich wollte das Selbstständigkeitslevel ein bisschen runtersetzen. Weil die mir teilweise zu viel alleine machen, weil sonst habe ja ich keine Arbeit mehr. Deswegen habe ich dieses gerade mal auf halb gesetzt. Ganz runter war mir zu viel, weil wenn ich wirklich absolut komplett alles alleine machen müsste, würde ich ein bisschen verzweifeln. Habe ich eine schmutzige Windel oder Leni? Nein, okay. Leni ist nur müde, legt jetzt ins Bett. So, vielleicht könntest du auch mal duschen, du stinkende Sau. Ja, dusch erst mal. Achso, geht nur mit ihr. Ja, dann duschst du noch einmal. Hat eine schmutzige Umgebung anscheinend. Will, glaube ich, auch duschen, oder was ist das? Baden. Wir haben keine Badewanne, du duscht, das muss reichen. So. Die möchte auf jeden Fall noch das Hausbesetzer Waschbecken putzen. Leni möchte sie in die Luft werfen, mit mir möchte sie aufs Töpfchen gehen und sie möchte sehen, wie ich älter werde. Gut, dann bringst du mir nachher bei, aufs Töpfchen zu gehen. Der arbeitet noch, ist aber schlecht, hat schlecht geschlafen. Ja gut, da kann ich jetzt echt nichts für. Mir geht's da oben ganz gut. Kann ich eigentlich alleine runterlaufen? Dann könnte ich nämlich spielen. Geht nicht gut. Ja gut, die holt mich jetzt sowieso. Na, von dem her passt's ja. Ist da eine Tür, ne? Oder da ist eine Tür, gell? Ja, Wände hätte ich so schon gerne. Ja gut, man hat die Wände gar nicht gesehen. Das ist natürlich doof. So. Aber die Wände hinten würde ich schon sehen. Wie schön und toll die dekoriert sind. Sorry, dass es in der letzten Folge nicht war. Oh Gott, ist die Tapete hässlich. Egal, wir müssen jetzt erstmal damit klarkommen. Wie gesagt, wir haben noch nicht so viel Geld. Irgendwann, wenn mein Vater mal großer Politiker und Bundeskanzler von Deutschland ist, können wir dann schon mal ein bisschen mehr Geld machen. So. Bist du zu blöd? Warte mal. Oder halt, warte mal. Halt, stopp. Muss ich das umsetzen? Bis jetzt kommen die da doch immer hin. So ist besser wahrscheinlich, ne? Und lebt wieder! Das probieren wir es gerade nochmal. Ja, lass einfach auf und nicht absetzen, sondern mir beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Los, ich muss noch kacken lernen. Kann ich ja nicht schon laufen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Geht's jetzt vielleicht? Jetzt. Chanties die Bits, genau. Dann schwimm mal kurz vor. Oh mein Gott, es war ein schmutziges Unterfangen. Aber Fred Schnuber konnte Patrick Schnuber schließlich beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Er wird sich immer an den Tag erinnern, als er die Windeln von Patrick endgültig entsorgen konnte. Wundervoll. Fred Schnuber hat Johnny Jones auf der Arbeit kennengelernt. Das war ein schmutziges Unterfangen. Renate Puvas, welch eine Erleichterung. Patrick kann jetzt aufs Töpfchen hingehen, gerade noch rechtzeitig. Oh ja, man sieht, ich stinke auch schon ein bisschen. Oh, unser Vater ist da. Du könntest auch, wenn ich ehrlich bin, gerade mal da drauf gehen, weil du, ja. Du müffelst ein bisschen, mein Freund. So, wo ist mein Vater? Der fährt gerade nach Hause. Super. Patrick Schnuber hat selber gelernt, das Töpfchen. Mein Töpfchen benutzt und fühlt sich total frisch. Das ist wundervoll, mein lieber Patrick. Das ist wundervoll. Es ist... What happened? Die Niva. Renate, what... Name? Dass die immer alles kaputt machen. Du bist müde? Dann geh doch einfach gleich ins Bett. Ich mach den Rest alleine.
Geh einfach schlafen. Geh einfach schlafen. Oder halt, ich glaube, er sollte zuerst mal was essen, bevor er schlafen geht. Okay, gut, ich hab's halt. Du gehst zuerst. Ein Snack essen. Dann gehst du duschen. Und dann gehst du schlafen. Was ist mit der? Die ist hungrig. Gut. Bis wenn du das repariert hast, fütterst du sie erstmal. Warte, man kann das nicht direkt machen und du musst dich da immer zuerst. Oh Gott, das war nicht gerade mit der Maussteuerung. Oh mein Gott. Hier, halt sie da mal und danach kannst du füttern. So, ja. Gut, du schaffst das, oder? Und danach kannst du das noch leeren und das säubern und das säubern und ja. Hast ein bisschen was zu putzen. Vorspulen! Gut. Geschicklichkeitsfähigkeit, das hätte ich vielleicht gerade eben machen sollen. Ländlich angebäuchte Theke putzen. Dann putzen nachher mal die Theke. So, wenn sie die simple Dusche putzen, dann tun wir das noch ein, weil das haben wir schon. So, gut. Ich hätte jetzt vielleicht gleich direkt füttern sollen, aber das macht sie dann einfach nachher. Oder macht es einfach ganz weg. Und fütter dann die nachher. So, jetzt putzt er erstmal alles. Mir geht's soweit gut. Ich könnte theoretisch hier ein bisschen mitspielen, ne? Halt drin spielen, das ist so putzig, wenn er dann in die Kiste klettert. Komm, Patrick, kletter in die Kiste, los. Ja, säuber's doch einfach. Aber du könntest auch da mitspielen. Finde ich auch süß. So, die ist müde. Wein nicht. Nein, Leni weint, ja, weil sie Hunger hat, ist klar. Und danach, wenn du das alles hast. Ja gut, wenn du schon da bist, kannst du sie ja füttern, ne? Wenn du schon mal wach bist. Dann braucht deine Frau nämlich nicht immer alles machen. Halt, warte mal. So. Dann kann ich nämlich bei der das abbrechen, dann kann die nämlich schon mal früher schlafen. Oh, jetzt putzt sie gerade alles. Oh mein Gott, ist die müde. Ja, mach noch kurz fertig, komm. Das ist nicht mehr viel. Noch die Dusche. Du machst jetzt nicht das Klo kaputt, oder? Gut. Du fütterst sie schön? Oh, Renate Schnuber hat Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und ein Objekt von der Sorte Waschbecken repariert. Renate Schnuber hat die Grundlagen des Gebiets Geschicklichkeit begriffen, so ziemlich alle Haushaltsgeräte. Gut, damit meine Mutter anscheinend der Handwerker. Schon wieder hat sie was erfüllt. Ich weiß, by the way, auch, dass immer, wenn irgendwas erfüllt wird, meine Stimme ein bisschen untergeht. So. Die ist müde. Warum schmutzige Umgebung? Ach so, die muss ja gut dann. Wenn du geschlafen hast, tust du das Haus säubern. Was ist mit Leni los? Leni wird unterhalten. Ja gut, du legst jetzt erstmal Leni ins Kinderbett, danach legst du. Okay, danach kannst du noch kurz das weglegen. Okay, ich spiele gerade noch. Leg das mal weg. Halt, stopp! Leg das doch weg. Okay, irgendwie will ich nicht danach. Also wenn das. So, die ist im Bett. Super. Der ist müde, ja, du kannst gleich vorhin schlafen. Schläft er jetzt? Nein, er räumt das weg. Dann haben wir mit dem keine Interaktion verfügbar. Ich denke, ich muss jetzt aufhören zu spielen. Hör mal auf. Dann tust du. Warum legst du das nicht weg? Geh mal hier hin. Ja, du bist. Okay, der fällt gleich um, so müde wie der ist. Leg das weg. Okay, gut. Dann tust du den ins Kinderbett legen. Und dann darfst du selbst auch schlafen. Was ein Tag schon wieder. Oh, was hat denn der so in Lounge gehen? Ja, weil du auch Zeit hast für eine Lounge. Was hat denn der hier noch so? Das müssen wir noch alles machen, ein Objekt kaufen. Puppenhaus, wie viel kostet denn das? Sonst mache ich das nämlich kurz. Nach Funktion. Unterhaltung. Wo ist denn das? Baseball, Fußball, Handball. Meister, Dartscheibe, cool. Shuffleboard.
Körpermodellier, schlanke Linie, what the fuck? Elektropro, die Fitness-Sequenzen. Kinder da. Gibt's auch nicht. La 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 la. Unterhaltung. Hobbys. Haben wir mal alle? Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Puppenhaus, Puppenhaus. Das ist ein Aquarium. Das ist eine Bar. Das ist eine Instrumente. Cool. Und hier unten ist sicher auch kein Puppenhaus. Bin ich jetzt nur blind? Blöd oder beides? Wahrscheinlich beides, ne? Was ist das hier? Ach so, Jackpot 505 Points. Hätten wir sogar. Wie viel kostet das? Okay. Das können wir nicht kaufen. Naja. Wo ist es das? Warte mal, ich muss nochmal nach Zimmer sortieren. So, oder? Ne, am besten. Doch. So, jetzt zu Kinderzimmer. So, und jetzt zu Spielzeug. So. Puppenhaus. Da, Puppenhaus. Das Baum stellen wir hier unten hin. Am besten hier direkt daneben. Halt, wie muss es denn stehen? Warte mal. Ach, das ist gerade so, ne? Ja, dann stellen wir es doch hier hin. Hier. Dann lebt wieder. Du sollst nicht damit spielen, du sollst es weglegen. Ja, macht ab morgen, wir sind nämlich alle müde. Jetzt bring mich ins Bett, dann gehst du schlafen. Jetzt kannst du den Morgen wegräumen. Los, auf, bring mich ins Bett. Komm, nicht so ohne Elan, schneller ein bisschen los. Jetzt läufst du nach oben. Legst mich ins Bett. Gehst selbst ins Bett. Und jetzt gute Nacht. Leni wird dann schon irgendwann einschlafen. Wenn sie eben müde wird. Leni, schlaf jetzt. Wenn ich sage, du schläfst, dann schläfst du. Ich bin dein Gebieter. Die will nicht schlafen. Sims möchten nicht immer zu Fuß gehen oder sich ein Taxi nehmen. Nein, sie können sich eigene Fahrzeuge zulegen. Ja, würde mich gerade mal interessieren. Was ist mit der? Die hat schon wieder Hunger. Ja gut, wenn du wach bist, dann solltest du nicht erst was, sondern isst dann erstmal was, wenn du gerade hungrig bist. Und dann kannst du das Haus dann, ja genau, dann, nee, halt, dann räumst du das zuerst weg und dann tust du das Haus säubern, ja. So, ihm hier geht's gut, sie hier ist schmutzig, er hier ist hungrig. Gut, okay, dann säuberst du das Haus, warum schläft die jetzt? Naschala. Und dann. Dann wechsel ihr die. Nee, du wechselst ihr die Windel, weil du. Weißt du nur. Ja, dann jetzt. Wechsel ihr die Windeln. Du kannst essen gehen in Ruhe. Alter, was ist die. Es geht's der schlecht. Oh mein Gott. Was hatten die für einen Wunsch? Geschirr spülen. Ja, das kannst du dann danach machen. Ja, dann. So, da gut. Dann du hast jetzt gewechselt. Gut. Dann legst du zurück ins Kinderbettchen. Super. Ich schlafe in Ruhe. Danach habe ich dann Hunger. Gut, okay. Bin ich noch müde oder sowas? Was habe ich denn noch mit Patrick kuscheln? Mit Patrick plaudern. Okay, gut. Du gehst wieder schlafen, du musst morgen arbeiten. Sie tut anscheinend jetzt doch die anderen Sachen machen, anstatt zu schlafen. Aber ihn darfst du dann später auf jeden Fall auch noch füttern. 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 Auf Boden füttern, genau. Weil anscheinend bist du ja hellwach, ne? Bist du ein bisschen angewickelt und hast eine schmutzige Umgebung, aber. Genau, mach's gleich auf einen Streich. So finde ich das super. Ja. Hat jetzt eigentlich die Theke schon gereinigt? Ja, ne? Ja. Jetzt freut sie sich gleich. Okay, danach kannst du gleich mal das Waschbecken. Ich finde es auch blöd, dass wenn ich jetzt hier mache, du sollst das Waschbecken erst säubern, dass du das nicht so vorschieben kannst. Ob das bei Sims 4 geht, wird mich interessieren. Ob ein Sims 4 Let's Play, ja, okay, ich glaube, wenn Sims 4 rauskommt, dann machen wir direkt danach Sims 4. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Wie gesagt, Sims 4 wird bestimmt auch cool.